Ja, super. Also, jetzt probiere ich es noch einmal. Ja, du kleiner Drecksack. Ja, das habe ich schon gesehen, dass das nicht mehr gut geht. Alter, ist das behindert. Nee, auf das habe ich jetzt keinen Bock. Ich bin ziemlich konsequent, ich weiß. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind aber genau die 7, die wir fahren müssen. Also nicht müssen, aber ich fahren werde. Eine Meile. Seitdem zählen für mich nur noch die Viertelmeilenrennen. Wenn du ihr das Herz brichst, breche ich dir auch aus. Wer den Film erkennt, erraten hat, wie auch immer, der bekommt ein dickes Bonus von mir. Aber das ist auch nicht schwer. Ups. So. Und auf da. Gott, das ist der Zack. Von außen rum. Verdammt. Weil ich aber nicht gegen die Blockade fahren wollte. Könnte versichert sein, das war nicht mein Plan. So. Warte ich nicht. Ups, da war irgendwas fail. Irgendein Fail war da. Da failen wir mal wieder ein bisschen. Aber das wird ganz gut, das Rennen hier. Das ist immer eigentlich das Einfachste. Das dauert halt nur immer ein bisschen länger, weil es meistens ziemlich lange Strecken dann werden. Jojo. Und, was geht bei euch so? Also ich fahre eigentlich immer nur Auto und so. Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Von Mautstelle zu Mautstelle. Ich bin Drogenkurier. Oh, das war jetzt auch gerade knapp. Der ist schon rübergefahren. Drehen wir mal wieder ein bisschen auf da. Weil es ist eine blöde Kurve. Wow. Ah, davon ist eh schon das Ziel. Einmal nochmal komplett eine. 90 Grad Kurve. Was auch immer das jetzt war. Razer, du bist dran. Leg los. Hey, kleiner Razer hier. Du hast viele andere Fahrer fertig gemacht, um an mich ranzukommen. Sie hatten nichts mit deiner Sache zu tun. Und glaub mir, die meisten wollen, dass du dafür bezahlst. Denk daran, wenn du nach Rockport kommst. Ach, kein Problem. An alle Einheiten auf Streife.
Was ich mich eigentlich immer fragt? Na, ich bin doch schon in Rockport Downtown eigentlich, oder? Ja, nicht, ne? Notruf bezüglich eines Rasers in Fahrtrichtung Osten am Sozialbauviertel vorbei. Am Sozialbauviertel vorbei. Ja, so schaut's aus. Okay, minimal. Los geht's. War das Auto vorne rechts oder nicht? Was? Irgendwo kommt mir das bekannt vor. Ja, da ist Martin da wieder. Puh. Wir holen mal ein bisschen innen. Ups, Larry. Ja, danke, dass du dich entscheiden konntest, wo du hinfährst. Komm schon, Noss, gib Gas. Fuck. Und dann auch noch so ein geiler Fail wie jetzt gerade eben. Es ist ja perfekt, oder? Komm schon, wie viel? 2 km/h, ja gut, das geht gerade noch. Ja, da bekomme ich jetzt da das wieder rein. Was? Zweiter nur! Also. Okay, einmal mit dem gleich. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Jawohl. Jetzt weiß ich wieder, was ich davon halten soll. Okay, es sind 207 km/h. Muss schauen, dass ich es dann nochmal aufhole. Sonst haben wir ein gewaltiges Problem. Komm schon. Gib alles, du scheiß Auto. Sehr schön. Nur aufs Fahren konzentrieren. Wump. Ah, genau 10 km/h. Das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz reichen. Doch, es hat gereicht. Aber fragt sich nur wie viel. Im Moment sieht es nicht danach aus, als wäre es genug. Komm schon. Ihr Loser. Überhaupt kein Problem für mich. Gar kein. Nein, gar kein Problem. Ja, schön war's. Sehr schön aufgefahren. Und dann an bei meinem Standardparkplatz. So, die nächsten paar. Los geht's. Tja. Dün. Da weiß ich jedes Mal wieder nicht, ob ich jetzt den richtigen fahre oder nicht. Im Moment bin ich der Meinung, ich fahre nicht den richtigen. Oh, da weiß ich wenigstens, wo der richtige ist. Wow. Ich dachte, da kommt noch einer. Naja, schöne 300 km/h, da kannst du hingehen.
Und um die Kurve wieder rum. Und weiter geht's. Da können wir über rechts. Wobei man da sowieso aufpassen muss, dass man da nicht reinbleibt. Was, erst noch nie mal bei 50%? Oh Gott. Ach ja. Flupp. Ja, ich liebe Highway fahren. Ist so gechillt. Kommst gut mit deinen 250, 300 durch. Nachdem, was für ein Auto. Ich muss dir keine Sorgen machen. Vor allem, wenn dann auch noch Verkehrsdichte minimal. Eingestellt ist. 20% noch. Ja. Ein sehr entspannendes, aber nicht ganz ermüdendes Rennen. Schon wieder. Das gleiche ist vorher auch passiert. Ich bin so seitlich dran vorbeigeschlittert. 10.000, sehr schön. Achtung, Kanal 3. Ein Code-6-Zielobjekt wurde gemeldet. Also ich bin's in nicht. In nördlicher Richtung auf dem Highway 99. Ich brauche eine freie Einheit, die bitte dorthin fährt. Oh, da sind sie schon. Ganz blöde Idee. So, 3 haben wir, 4 brauchen wir noch. Minimal, maximal, maximal, minimal. Erstmal die minimalen Dinger. Wo kommt denn der her? Wohnt da also, wohnt der im Wald oder was? Der. Da neben mir mit seinem schwulen Lambo. Wobei wir den später auch mal kaufen werden. Was macht ihr denn da? Das ist eine Kurve. Kein Brückenende. Ja, du bist ganz schön gut unterwegs. Ja. Ich sehe schon, ihr bremst gleich wieder. Ich hasse es. Man darf sich nie bei den anderen irgendwie einnisten. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Mit dem Lambo könnte man schneller fahren als wie 320. Schauen wir mal, wie sich die Kurve da vorne so macht. Ob wir da positiv herausgehen. Jo, sind wir. Aber erst bei 50%. Aber 1,50. Vorsprung. Also 1 Sekunde 50. Lass mich. Ich regiere diese Straßen. Haha, Penner, der sich da vorne hinten abgeschossen hat. Ich will nur nicht sagen, dass das knapp war, aber es war knapp.